Sie, ich nehme die Gewadel, Lädel-Adel, als Gelädel-Fädel-O. Odel, Fadel-Lädel, Andel-Odel, Odel, Agel-Odel, Lädel, Preußensau. Als im höheren Interesse liegen für Hussasa, Bengbang, in Fadel-Obter, lege die wieder. Und hier, meine lieben Freunde, Todel-Lidl, Adel-Lidl, Bedudel, Dering, Beng und Bong, möchte ich doch Bodel-Dädel überschlagen. Der Gefachsel-Bachsel. Und möchte vor allen Dingen mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringen, dass es bei uns, die Pinkler, keine Lidl, die Odel, die Adel gibt. Auf der Labufter, der Blädel, Lidl, Hadeludel, Odel, Susel, der Bödel, Bobel, Lädel, Bödel, Lüdel. Das Ei ist hart. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viel Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ach. Und woher weißt du, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus, mein Gott. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau 4,5 Minuten. Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache, es kocht 4,5 Minuten. Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. Hermann? Ja? Was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze hier. Du sitzt da? Ja. Aber irgendwas machst du doch. Nein. Denkst du irgendwas? Nichts Besonderes. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest. Nein, nein. Ich bringe dir deinen Mantel. Nein, danke. Aber es ist zu kalt ohne Mantel. Ich gehe ja nicht spazieren. Aber eben wolltest du doch noch. Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe. Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst. Gut. Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest. Nein, schaden könnte es nicht. Also was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen. Du kannst einen ja wahnsinnig machen.
Ach. Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich deinen Mantel holen, dann wieder nicht. Was denn nun? Ich möchte hier sitzen. Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen? Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen. Sitzen? Ich möchte hier sitzen und mich entspannen. Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich einreden. Ich sag ja nichts mehr. Jetzt hättest du doch mal Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht. Ja. Liest du was? Im Moment nicht. Dann lies doch mal was. Nachher vielleicht. Hol dir doch die Illustrierten. Ich möchte erst noch etwas hier sitzen. Soll ich sie dir holen? Nein, vielen Dank. Will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest wohl einmal aufstehen und dir die Illustrierten holen. Ich möchte jetzt nicht lesen. Mal möchtest du lesen, mal nicht. Ich möchte einfach hier sitzen. Du kannst doch tun, was dir Spaß macht. Das tue ich ja. Dann quengel doch nicht dauernd so rum. Hermann? Bist du taub? Nein. Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da. Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an! Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. Wieso geht der Fernseher denn gerade heute kaputt? Die bauen die Geräte absichtlich so, dass sie schnell kaputt gehen. Ich muss nicht unbedingt fernsehen. Ich auch nicht. Nicht nur, weil heute der Apparat kaputt ist. Ich meine sowieso. Ich sehe sowieso nicht gern Fernsehen. Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte. Heute brauchen wir Gott sei Dank überhaupt nicht erst in den blöden Kasten zu gucken. Nee. Es sieht aber so aus, als ob du hinguckst. Ich? Ja. Nein, ich sehe nur ganz allgemein in diese Richtung. Aber du guckst hin. Du guckst da immer hin. Ich? Ich gucke da hin? Wie kommst du denn darauf? Es sieht so aus. Das kann gar nicht so aussehen. Ich gucke nämlich vorbei. Ich gucke absichtlich vorbei. Und wenn du ein kleines bisschen mehr auf mich achten würdest, hättest du bemerken können, dass ich absichtlich vorbeigucke. Aber du interessierst dich ja überhaupt nicht für mich. Ja. Wir können doch einfach mal ganz woanders hingucken. Woanders? Wohin denn? Zur Seite oder nach hinten. Nach hinten? Ich soll nach hinten sehen? Nur weil der Fernseher kaputt ist, soll ich nach hinten sehen? Ich lass mir doch von einem Fernsehgerät nicht vorschreiben, wo ich hinsehen soll. Was wäre denn heute für ein Programm gewesen? Eine Unterhaltungssendung. Es ist schon eine Unverschämtheit, was einem so Abend für Abend im Fernsehen geboten wird. Ich weiß gar nicht, warum man sich das überhaupt noch ansieht. Lesen könnte man stattdessen, Karten spielen oder ins Kino gehen oder ins Theater. Stattdessen sitzt man da und glotzt auf dieses blöde Fernsehprogramm. Heute ist der Apparat ja nur kaputt. Gott sei Dank. Da kann man sich wenigstens mal unterhalten. Oder früh ins Bett gehen. Ich gehe nach den Spätnachrichten der Tagesschau ins Bett. Aber der Fernseher ist doch kaputt. Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. Thank you.
Haut, die blacht. Verzeihung. Advent. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltännleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruh, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kimm und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase 2, 3, 4 Mal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf 4, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die 6 Pakete, heil'ger Mann, es ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent.